Wir haben hier im Morgenmagazin auf Radio Korax und beim Pi-Radio-Verbund eben schon über den Nationalsozialismus gesprochen. Der Historiker Janosch Steuwer hat über das Bild des Nationalsozialismus gesprochen, das dieser von sich selbst erzeugt hat und wie dieses Bild im Nachhinein immer noch zu zahlreichen Missverständnissen führt. Der Nationalsozialismus als einheitliche und vereinheitlichende Bewegung, als einiger Machtblock inklusive Masseninszenierung, das als Bild auf der einen Seite, der Nationalsozialismus als Herrschaftsform, die zahlreiche, zum Teil sogar in sich widersprüchliche Ideologien in sich integrieren konnte, der Nationalsozialismus als Ideologie, deren Wahrheit die ideologische Initiative jedes Einzelnen erfordert, das als Realität des Nationalsozialismus auf der anderen Seite. Wenn man den Nationalsozialismus und die Selbstbilder des Nationalsozialismus kritisch analysiert, dann lohnt es sich auch tatsächlich einen genaueren Blick auf die Bildersprache des Nationalsozialismus zu werfen und sich die Frage zu stellen, inwiefern lebt der Nationalsozialismus in unserer Kultur auf einer bildlich-visuellen Ebene fort. Eine, die sich genau diese Frage gestellt hat, heißt Jelena Jajo. Sie hat sich auf einer bildwissenschaftlichen Ebene mit dem Nationalsozialismus und seinem Nachleben auseinandergesetzt und sie hat kürzlich im Transkriptverlag ihre Dissertation veröffentlicht. Postnazismus und Populärkultur, das Nachleben faschistoider Ästhetik in Bildern der Gegenwart ist der Titel dieses Buches und ich freue mich, dass ich Jelena Jajo jetzt am Telefon habe, um mit ihr über ihr Buch zu sprechen. Guten Morgen, Jelena. Hallo, guten Morgen. Wenn es um das Nachleben des Nationalsozialismus auf visueller Ebene geht, fände ich das erstmal interessant zu klären, was die Grundlage für dieses Nachlebens ist, also die ästhetische, bildliche Inszenierung des Nationalsozialismus selber. Der Nationalsozialismus hat ja alle modernen medialen Mittel seiner Zeit ausgenutzt, um sich zu inszenieren. Wie ließe sich denn die Ästhetik, die Bildwelt des Nationalsozialismus zusammenfassend charakterisieren? Ob man überhaupt von so einer originär nationalsozialistischen Ästhetik als solcher überhaupt sprechen kann, darüber lässt sich zunächst natürlich sicher streiten. Also es spricht natürlich einiges dafür, in der nationalsozialistischen Ästhetisierung des Politischen durchaus so eine genuin eigene nationalsozialistische Ästhetik zu sehen. Allerdings gibt es auch begründete Positionen, die darauf verweisen, dass der Nationalsozialismus eben kein genuin eigenes Repertoire ästhetischer Ausdrucksmittel hervorgebracht hat, sondern vielmehr bereits bestehende, also vergangene ästhetische Traditionen usurpiert und quasi fortgeführt hat. Wenn man da zum Beispiel an die Körperbilder der Antike denkt, die sich in der visuellen Körperideologie des Nationalsozialismus wiederfinden lassen und so weiter. Das heißt, es lässt sich sicher argumentieren, dass es so etwas wie eine Ästhetik des Nationalsozialismus gar nicht gibt, da quasi auch über die Zeit und den Kontext des Nationalsozialismus hinausweisend vergleichbare Bildprogramme zu finden sind. Dennoch würde ich sagen, dass sich der visuelle Nationalsozialismus eben aufgrund der von dir angesprochenen medialen Mittel, die da so massiv eingesetzt wurden, derart tief im kollektiven Bildgedächtnis verankert hat und quasi unsere Wahrnehmung geprägt hat, dass bestimmte Bildsujets und so ganz charakteristische Motive ganz zwangsläufig in uns die Assoziation des Narzisstischen hervorrufen. Wie zum Beispiel die Inszenierung von einer Führerfigur, unter die sich uniformierte Massenchoreografien unterwerfen, die Inszenierung eines architektonischen oder landschaftlichen Monumentalismus, so Körperimperative von Kraft, von Härte und wenn man so will, von Reinheit etc. Also das klingt alles vielleicht irgendwie vage, ja. Dennoch ist so das Gefühl, dass uns ein Bild, eine Darstellung oder eine Inszenierung als narzisstisch oder faschistoid empfinden lässt, eigentlich meist intersubjektiv und untrüglich. Wir wissen, wenn wir mit einer faschistoiden Ästhetik konfrontiert werden, löst das in uns ein Unbehagen aus. Das erkennen wir sofort, würde ich sagen. Es geht also um Bilder, die der Nationalsozialismus erzeugt hat und die er möglicherweise auch verankert hat in sowas wie einem kollektiven Gedächtnis. Du sprichst in deinem Buch davon, dass die Bilder des Nationalsozialismus das Ende des NS-Regimes überlebt haben. Also du sprichst davon so eine Art Bilderwanderung von Bildern, die wie Nomaden durch verschiedene Epochen hindurchwandern. Mich würde interessieren, was die Grundlage für diese Bilderwanderung ist. Also wie kommt es, dass die Bilder des Nationalsozialismus nach 1945 nicht aus der visuellen Kultur verschwunden sind? Ich würde sagen, das liegt quasi an dem Wesen von Bildern selbst oder an meinem Verständnis, nicht nur meinem, also an einem Verständnis, was wir haben sollten von Bildern. Denn Bilder entstehen quasi nicht in einem Vakuum, sondern sie situieren sich immer schon in einem Kontext bereits existierender Bilder und verweisen immer auf andere Bilder. Du hast den Ausdruck von Hans Belting eingeworfen, ja? Er nennt Bilder Nomaden der Medien. Das heißt, die Bilder entwickeln ein dynamisches Eigenleben oder sie führen ein dynamisches Eigenleben und wandern durch Zeiten und Kulturen hindurch, um in immer neuen Bildzusammenhängen aufzutauchen und wiederzukehren. Ja? Auch Abi Warburg beispielsweise, dessen
Idee des Bilderatlas für meine Überlegungen ganz zentral ist, beschreibt, dass Bilder gewissermaßen zirkulieren, ja, und eben so ein Nachleben, ein, wenn man so will, Echo entwickeln. Und genau das ist quasi mit dem Bildprogramm des Nationalsozialismus passiert, ja. Der Nationalsozialismus hat sich visuell selbst überlebt und ist so radikal zum Bild geworden, dass er quasi wie so ein Perpetuum mobile ewig in Bewegung bleibt und beständig weitere Bilder nach sich zieht. Und durch diese Zirkulation haben die Bilder eine neue Vitalität erlangt und sich quasi ikonisch verselbstständigt. So ist der Nationalsozialismus heute ja nicht mehr nur eine historische Tatsache, sondern gleichzeitig auch eine Bildererzählung. Das heißt, neben den faktischen Nationalsozialismus hat sich der mediale gestellt. Wenn wir nur an so die Reproduktionen in Filmen, Comics, Parodien, Karikaturen, Musikvideos und Internetclips sind ja wirklich unzählig, ja. Und das macht eben diese Omnipräsenz heute so deutlich. Jetzt kann man, du fragst danach, warum denn gerade die Bilder des Nationalsozialismus das Potenzial hatten, in solch hohem Maße in die Gegenwart überführt zu werden. Ja? Also warum sind gerade Bilder des Nationalsozialismus so allpräsent in Pop-Zusammenhängen? Und ich denke, dass diese Persistenz des Nationalsozialismus als visuelles Motiv zum einen eben aus dieser wahnsinnigen und unleugbaren negativen Faszination, die von dieser bildgewaltigen Inszenierung, visuellen Inszenierung des Nationalsozialismus ausgeht. Also der Nationalsozialismus hat mit seiner Propagandamaschinerie eben aktiv seinen eigenen ikonografischen Mythos erschaffen. Ja? Also kurz gesagt, wir haben heute so viele Bildderivate, nicht zuletzt deshalb, weil eben der Nationalsozialismus so viele Bilder von sich produziert hat. Und was vielleicht auch entscheidend ist, ja, ist, dass er deshalb für die visuelle Kultur der Gegenwart so interessant ist, weil er eben Aufmerksamkeiten generiert. Ja? Pop, unsere visuelle Popkultur interessiert sich eben für das Spektakuläre. Der Nationalsozialismus, so stellt zum Beispiel auch Saul Friedländer fest, ist eben in der Vorstellung der Gegenwart, ja, so zu so einer ultimativen Metapher für das Böse geworden, ja. Und nationalsozialistisches Bildprogramm in der Popkultur bedeutet eben so ein Flirt mit einer Ikonografie des Drastischen. Das heißt, die Faszination, die von faschistoider Ästhetik ausgeht, erwächst ganz klar aus dem grausamen, verbrecherischen Charakter des Nationalsozialismus. Aber wichtig ist, dass dieses Grausame, ja, in Pop keine konkrete Gestalt mehr, also die Verbrechen, das hat keine konkrete Gestalt mehr, sondern ist so eine ganz diffuse Chiffre des irgendwie Grausamen geworden. Und quasi das nährt so als dunkle Ahnung ein symbolisch erkaltetes Bild des Bösen. Ja, wenn man zum Beispiel, ja, es gibt im Netz auf der Website DeviantArt, die so Fanprodukte bündelt, ja, eine ganz wirklich beträchtliche Fülle an Nazi-Ponys, ja, also das heißt an Inszenierungen von Bildern dieser Ponys, dieses Fan-Universums von dieser My Little Pony-Serie, die so ganz cute und süß aufgemacht sind. Und es gibt wirklich so eine ganze Fülle von Ponys, die mit Nazi-Versatzstücken, mit Uniform-Versatzstücken, Hakenkreuz, Armbinden etc. ausgestattet werden, ja. Das heißt, hier wird quasi dem ultimativ Süßen, dieser My Little Pony, das ultimativ Böse in Gestalt der Nazi-Insignien entgegengestellt, ja, weil es eben so eine eindeutig lesbare, jeder versteht das, jeder versteht den Nazi-Verweis als ein Verweis auf das ultimativ Böse. Du hast uns ja jetzt schon zum Zentrum deiner Auseinandersetzung geführt. Es geht dir ja um eine Auseinandersetzung mit der Popkultur und du hast jetzt auch schon einiges dazu gesagt, warum du glaubst, dass ja sozusagen die Bilder des Nationalsozialismus gerade im Rahmen der Popkultur auch so gut funktionieren können. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, weil das ist ja auch sozusagen so ein bisschen eine historische Frage, weil die Popkultur ja selber erst auch im 20. Jahrhundert entsteht. Also Massenkultur, Populärkultur, das entsteht ja vielleicht so zwischen den beiden Weltkriegen, hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg flächendeckend etabliert. Popkultur als Populärkultur, populäre Kultur, wenn wir halt diese Popkultur nehmen, kann man sagen, dass es Funktionsweisen dieser Kultur gibt, die Nachleben der Bilder des Nationalsozialismus besonders gut möglich machen? Also haben NS-Ästhetik und Popkultur da in ihrer Funktionsweise vielleicht sogar Schnittstellen? Ja, es ist sicher, dass das, was ich bereits angesprochen habe, Pop interessiert sich eben für das Spektakuläre, für das Drastische und das qualifiziert quasi den Nationalsozialismus ganz besonders für ein Nachleben in Pop. Zum anderen ist Popkultur eine hohe Maße visuelle Kultur, ja, und auch der Nationalsozialismus war eine sehr, also in hohem Maße visuelle Kultur. Und Popkultur ist eben auch ganz zentral eine Kultur der Aneignung. Das heißt, die Bilder der Popkultur sind immer auf das Vorhandene bezogen. Und Referenzialität auch im Übrigen, was wichtig ist, Selbstreferenzialität. Also Pop bezieht sich auch immer auf sich selbst. Und wenn Pop Bilder vom Nationalsozialismus generiert, dann häufig auch sozusagen zitiert es eigene
Bilder, die es bereits vom Nationalsozialismus hergestellt hat. Ja. Und dass eben dieses Zitieren und Wiederverwerten vergangener Bilder ist ganz konstitutiv für popkulturelle Ausdruckspraxis. Wenn wir an so ganz zahlreiche Retrophänomene denken, ja, dann zeigt das, dass sich eben Popkultur von der Vergangenheit, von bestehenden Bildern nährt. Ja. Und so sind eben auch visuelle Sedimente des Nationalsozialismus in den Bildkreislauf der Popkultur eingespeist worden. Du untersuchst in deinem Buch ja nun verschiedene Beispiele, anhand denen du zeigen kannst, dass der Nationalsozialismus ein visuelles Nachleben hat. Und ein ganz wichtiges Beispiel sind ja die Körperbilder von Leni Riefenstahl. Die hat ja in ihren Filmen ganz besonders das Körperbild des Nationalsozialismus geprägt und auch diese Masseninszenierung des Nationalsozialismus filmerisch dargestellt. Kannst du Beispiele nennen, wie diese Körperbilder von Leni Riefenstahl, wie die in den Nationalsozialismus, wie die den auch überdauert haben? Ja, also Leni Riefenstahls Körperimperative, die sind quasi für das Bildprogramm des Nationalsozialismus und auch für quasi das heutige Weiter-Nachleben ganz zentral. Insbesondere wenn wir an die Olympiade von 36 denken, also diese Körperimperative finden sich ganz deutlich. In einem Bereich, in dem es ganz viele Verweise und ganz deutliche Verweise auszumachen sind, ist die Modefotografie. Hier gibt es Beispiele, an denen eben sehr deutlich nachvollzogen werden kann, dass analog zu diesen ästhetisch überhöhten Körperimperativen des Nationalsozialismus auch so erhabene Archetypen von stählerner Härte, von Kraft und Überlegenheit inszeniert werden. Also so statueske Körperkonzepte perfekter Physis finden sich eben in zahlreichen Modefotografien, die ich in meiner Arbeit nachvollzogen habe. Im Übrigen findet sich dieses Ideal auch in der sehr hypermaskulinen Körperinszenierung von einer Band wie Rammstein wieder. Also Leni Riefenstahl und insbesondere die Körperentwürfe sind immer noch deutlicher Bezugspunkt für die Gegenwartskultur. Jetzt gibt es ja innerhalb der Popkultur auch verschiedene Umgangsweisen durchaus mit dem nationalsozialistischen Bildmaterial. Es gibt affirmative und kritische Umgangsweisen mit solchen Bildern. Es ist auch immer die Frage, was für Strategien dahinter stellen und wie die aufgehen. Auch ein Beispiel, das du analysierst, das finde ich ganz besonders interessant, auch deswegen, weil wir uns bei Radio Korax immer mal wieder damit auseinandergesetzt haben. Du analysierst nämlich ein Musikvideo der slowenischen Band Laibach und zwar zu dem Song Life is Life. Ich würde dieses Lied hier einfach als Anschauungs- oder Anhörungsmaterial mal kurz anspielen, damit wir dann drüber sprechen können. Gerne. Ich spreche hier mit Jelena Jajo, die sich mit dem visuellen Nachleben des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Im Hintergrund hören wir noch Life is Life von Laibach. Ist auf der musikalischen Ebene, denke ich, auch schon, ja, werden da bestimmte Sachen deutlich. Für uns ist da besonders aber das Video interessant, das die Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht sehen können. In dem Video sieht man streng gekleidete Menschen, die sich in einer bildgewaltigen Gebirgslandschaft bewegen und die, ja, so mit so heroischen Gesten den Text des Liedes in die Natur hinein programmieren. Jelena, wenn wir dieses Video analysieren, wie findet sich da denn deines Erachtens nationalsozialistisches Bildmaterial? Wie ist die Band Laibach deines Erachtens mit diesem Material umgegangen? Also Laibach steht in dieser Hinsicht, also in der generellen Bezug auf NS-Ästhetik, ein totales Unikum da, würde ich sagen. Und in Life is Life entwerfen die so eine assoziative Nähe zu Heimat- und Naturdarstellungen des Nationalsozialismus. Ja, also diese Bilder, wie du angesprochen hast, uniformierter, so soldatisch stramme Haltung bewahrender Männer in dieser imposanten, erhabenen, alpinen Bergkulisse, das knüpft ikonografisch an Bilder Hitlers und seines militärischen Gefolges auf dem Obersalzberg an. Das heißt, die Abbildungslogik entwirft hier so eine Gleichung zwischen Natur und Subjekt. Ja. Die Natur ist hier ganz klar männlich kodiert und das merkt man auch im Gesang. Ja. Das ist so ein obszön heroischer Männlichkeitspathos, der auch in dem Sound da mitschwingt. Ja. Und ebenso herrschaftlich, quasi unverrückbar und überpotent wie diese Berge erscheinen dann quasi auch die Protagonisten. Ja. Und das gilt auch für die visuelle Inszenierung Hitlers auf dem Obersalzberg. Und was Laibach hier machen, ist eben, sie liefern auf Bildebene eine völlig übersteigerte Identifikation mit Heimatideologemen und setzen diese visuell in Referenz zu diesen Naturphantasmen des Nationalsozialismus. Und diese fast schon so travestiehafte Überidentifizierung, ja, in ihrem Manifest erheben Laibach, die ja aus dem, wie du angesprochen hast, aus dem slowenischen Kontext, also aus dem künstlerischen Kontext der neuen slowenischen Kunst kommen, erheben in ihrem Manifest, ja, den Anspruch, totaler als der Totalitarismus sein zu wollen. Und
Genau damit konstruieren Laibach das genaue Gegenteil, nämlich so eine substanzielle Desidentifikation, ihre Übertreibung totalitärer Ästhetik und eines archaischen Männlichkeitspathos mündet letztlich in eine Form des Ikonoklasmus, weil dieser faschistoider Habitus ist so als ein Angriff auf den Faschismus durch Überkodierung seiner Zeichen zu verstehen, also als eine Strategie der Subversion durch Affirmation oder eine, wenn man so will, Pseudo-Affirmation zu werten. Also Laibach sozusagen als ein Beispiel, wo vielleicht ja sogar eine dekonstruktive Umgangsweise gefunden wird mit diesem Bildmaterial. Ich würde da trotzdem auch nochmal nachfragen, inwiefern das bei Laibach tatsächlich aufgeht. Also du hast jetzt die Strategie der Überaffirmation oder der Pseudo-Affirmation da angesprochen. Jetzt ist aber die Frage, sowas geht ja dann auch wieder ein in den Popkanon. Vielleicht findet da sowas wie eine Normalisierung statt mit solchen Symboliken, mit solchen Bildwelten. Kann man ja zum Beispiel durchaus sehen bei Rammstein, dass die genau sich auch an Laibach wiederum orientiert haben, aber dann ja eine sehr unkritische Umgangsweise mit diesem Bildmaterial haben. Würdest du sagen, also ja, wie würdest du das einschätzen? Geht diese Strategie von Laibach auf? Ich finde ja. Nicht immer, ne? Also Laibach quasi in den 80er Jahren muss ja auch in dem Kontext Ex-Jugoslawien, ist ja auch da zu lesen, ja. Und deswegen finde ich das alles so sehr gelungen, ja. Und dass quasi Rammstein dasselbe machen, nur auf eine sehr uninspirierte Art und Weise, sagen wir mal so, macht quasi diesen ultimativen Kunstgriff Laibachs nicht kaputt. Aber ich sehe das ganz genauso, dass bei Rammstein eben gelingt dieses Travestie-Moment nicht, ja. Rammstein erliegt quasi so einer tumpen Faszination für faschistoides Material und dieser Körperfetischismus, ja, ohne eine andere Bedeutungsebene zu transportieren. Ganz interessant finde ich, zum Beispiel Rammstein würde ja immer NS-Vorwürfe, ja, also für den Vorwurf Nazis zu sein, würden die immer ganz vehement abstreiten. Ja. Und Laibach geht da ganz anders mit um. Die würden sagen, ja, we are fascists as much as Hitler was a painter und wirft diese Frage ans Publikum zurück und löst damit so einen Prozess der Selbstaufklärung aus. Rammstein ist da so viel schlichter und daher quasi viel weniger interessant. Was quasi Laibach machen, ist so ein ultimatives Punk-Moment im Grunde, ja. Die nutzen das Hakenkreuz, ja, um quasi eine bessere, nicht-faschistische Gesellschaft ex negativo zu proklamieren, so wie das der Punk getan hat, ja, indem sie sich das Hakenkreuz angeheftet haben. Was Rammstein hingegen machen, ist, dass sie zum Beispiel in dem Video Stripped, das ja ganz, wir vorhin über Riefenstahl geredet haben, das ja nur aus zusammengeschnittenen Sequenzen des Olympiafilms von Leni Riefenstahl besteht, aber alle Verweise auf den Nationalsozialismus klammern sie aus, also im Sinne von alle Symbole, die eindeutig auf den Kontext verweisen. Das heißt, sie machen was ultimativ Unpunkiges, ja. Das heißt, sie lassen das Hakenkreuz im Rahmen einer rechten Ästhetik verschwinden und dadurch quasi messen sie dem eine überzeitliche Gültigkeit und einen gewissen Wert zu, ja. Und ich finde, das macht Laibach ganz anders. Ich würde vorschlagen, von Laibach und Rammstein auch nochmal mehr in die Gegenwart zu springen. Ein weiteres Beispiel, das du analysierst in deinem Buch, ist das Video zu dem Song Alejandro von Lady Gaga. Und auch hier würde ich kurz nochmal das Lied anspielen, um dann darüber ins Gespräch zu kommen. Alejandro von Lady Gaga hört ihr hier im Hintergrund. Das ist ein Song, der auf der textlichen Ebene erstmal relativ wenig mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Also die Sängerin erzählt vom Ende oder von der Unmöglichkeit einer Jugendliebe und bezieht sich dann auf mehrere spanisch klingende Vornamen. Roberto, Alejandro, Fernando werden da genannt. Auch die Liebe sozusagen heiß wie Mexiko wird da besungen. Für unser Thema interessant wird es dann auf der visuellen Ebene. In dem Video ist eine Choreografie zu sehen, in deren Zentrum natürlich einerseits Lady Gaga steht. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Männerfiguren, deren Kleidung eben auch Andeutung von Uniformen sind. Wo würdest du da auch nationalsozialistisches Bildmaterial entdecken? Was für einen Umgang findet Lady Gaga da in diesem Beispiel? Also was bei Lady Gaga vielleicht ganz interessant ist, dass diese NS-Ästhetik hier eingebettet wird in so eine sehr kitschig, glamouröse, campy Ästhetik, wie sie eben dieser Figur Lady Gaga und ihrem Oeuvre sehr entspricht. Ja. So weisen die Kostüme, die du angesprochen hast, deutliche Bezüge zu SS-Uniformen auf, sind aber gleichzeitig so Lackledern glänzend und werden mit Netzstrümpfen kombiniert. Und die Tanzchoreografie, du meintest, oszilliert ja zwischen so militärisch harten Marschschritten und so ganz effeminierten Gesten einer Revue. Und genau in diesem Gegensatz, ja, einem Nebeneinander von Kitsch und Tod, nennt es Saul Friedländer, Todessemantiken durchziehen das Video ebenfalls ganz deutlich, also auch die SS-Uniform ist ja, weist ja eine hohe Todessemantik auf. Und genau darin, also in dieser Juxtaposition von Kitsch und Tod, sieht Saul Friedländer ein Wesensmerkmal von faschistoider Ästhetik. Und das finden wir in diesem Video ganz eindrucksvoll wieder. Und Susan Sonntag hat geschrieben, dass faschistoide Ästhetik heute meist nicht mehr ist als so eine Variante von Camp. Und wahrscheinlich bleibt hier auch nicht mehr zu sagen als das.
Also oder außer vielleicht noch darauf zu verweisen, dass die SS-Uniform ja eine hohe erotische Konnotation aufweist und ja absolut Projektionsfläche für sexuelle Phantasmen ist. Ja, darauf müsste man noch verweisen, wenn es im Kontext des Musikvideos ja um Liebe, Sex und so weiter geht, spielt das sicher auch eine Rolle. Bei Laibach hatten wir jetzt einen kritisch-dekonstruktiven Umgang mit dem nationalsozialistischen Bildmaterial entdeckt. Wie würdest du das bei Lady Gaga bewerten? Ich würde sagen, also bei solchen Pop-Phänomenen, ja, also es stellt sich ja immer, bei diesem heiklen Thema drängt sich ja immer die Frage auf, inwiefern ist das denn jetzt alles bedenklich? Inwiefern ist denn auch eine Lady Gaga bedenklich? Also ich persönlich blicke solchen Pop-Phänomenen eigentlich eher gelassen entgegen, ja. Natürlich, auf der einen Seite würde ich schon die Frage stellen, ob quasi Werkzeuge der Popkultur wie Lady Gaga jetzt überhaupt dafür geeignet sind, den Nationalsozialismus oder seine Bilder zu dekonstruieren, ja, weil ich ja auch, wie ich bereits sagte, hat der Nationalsozialismus ja selbst seinen eigenen ikonografischen Mythos erschaffen und quasi die mediale Fortsetzung diesem auch immer zu neuer Vitalität verhilft. Aber trotzdem, wie gesagt, würde ich Lady Gaga eigentlich ganz gelassen entgegenblicken, wie auch den meisten anderen Beispielen der Popkultur, die ich analysiert habe, da in ihrer offensichtlich glamourösen Künstlichkeit, die eigentlich kaum problematisch finden. Und vielleicht ja eröffnet die auch dir irgendwo subversiv emanzipatorisches Potenzial, indem das alles so eingebettet ist, also indem so quasi auch Geschlechterstereotype, die mit Uniformen einhergehen, dann irgendwie dekonstruiert werden. Nicht vollends, ja, es ist Pop, es ist ein Spiel mit der Oberfläche, aber so quasi so ein Problem würde ich bei Lady Gaga auch nicht sehen. Vielleicht nicht unmittelbar ein emanzipatorisches Potenzial, aber vielleicht irgendwo versteckt auch. Ja. Wir haben jetzt sozusagen gesprochen über zwei Beispiele. Eigentlich haben wir sozusagen über drei Beispiele gesprochen, weil wir Rammstein auch die ganze Zeit mit drin hatten, also Lady Gaga und Laibach hatten wir als Beispiele, wo mit verschiedenen Methoden umgegangen wird mit dem nationalsozialistischen Bildmaterial oder wo dieses NS-Bildmaterial eingegangen ist in die Popkultur. Wenn wir da abschließend nochmal auf eine Metaperspektive drauf blicken, würdest du sagen, dass die Popkultur insgesamt eher ein unreflektiertes, affirmatives Fortleben solcher Bilder bedingt, oder würdest du sagen, dass die Popkultur da das ermöglicht, dass man einen kritischen, erinnernden Umgang mit solchen Bildern finden kann? Irgendwie immer beides, würde ich sagen, ja. Also auf der, wie ich vorhin sagte, auf der einen Seite sind die Werkzeuge der Popkultur eben vielleicht nicht unbedingt die besten, um den Nationalsozialismus und seine Bilder zu dekonstruieren. Ja. Auf der anderen Seite finden wir ja gerade Beispiele wie Laibach, in denen das ganz klar, da zweifelsohne der Fall ist und die eben dieses Potenzial, dekonstruktivistisch zu wirken, durchaus haben. Ja. Insofern kann ich quasi in toto sagen für die Popkultur, dass ich dem, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, gelassen entgegenblicke, also da wenig problematisches Wetter, hingegen so populärkulturelle Phänomene hingegen, diese Unterscheidung zwischen Pop und populärer Kultur ist vielleicht nicht unwichtig. Das würde ich hier viel stärker problematisieren. Ja? Beispielsweise so ZDF-TV-Film-Events, wie sie genannt werden, wie Unsere Mütter, Unsere Väter. Also ganz klar populärkulturelle Produkte. Sowas. Oder die Gustloff. Es gibt ja unzählige Beispiele. Es ist ja eine nicht enden wollende Masse dieser immer gleich patinösen Inszenierungen des Nationalsozialismus. Die finde ich tatsächlich sehr viel erkenntnisfeindlicher, weil sie in so scheinbar realitätsnahen Erzählkontexten viel problematischeres tun, nämlich diese immer gleichen Entschuldungsnarrative transportieren, Opferrollen verkehren etc. Ja, also das heißt, populäre Kulturphänomene sind für mich, finde ich, schwieriger als Popkultur, die eben in ihrer offensichtlichen Künstlichkeit, in der Künstlichkeit einer Lady Gaga, ja, als weniger problematisch anzusehen sind aus meiner Sicht.